Essener-Meditation Nummer 19. Samstagmorgen. Mutter Erde, Erdenmutter. Setze dich aufrecht und entspannt hin. Nimm deinen Atem wahr, wie er kommt und geht. Ich betrete den ewigen und unendlichen Garten. In Ehrfurcht vor dem Himmelsvater, dem heiligen Logos, von dem ein Strahl als Christus Logos inkarnierte, in Liebe mit ihm verbunden. In Ehrfurcht vor der Erdenmutter, Gott, Heiliger Geist, in Liebe mit ihm verbunden. In Ehrfurcht vor der heiligen, reinen und rettenden Lehre, in Liebe verbunden mit allen Lehrerinnen und Lehrern, in Ehrfurcht vor Gott, dem einen Gesetz, dem Gesetz aller Gesetze, in Liebe mit ihm verbunden. In Harmonie mit allen Kindern des Lichts, mit allen Menschen, in Liebe mit dem Gott in ihnen verbunden. Die Mutter Erde und ich sind eins. Sie gibt uns, was unser physischer Körper braucht, um zu werden, um uns als Existenz zu erhalten, unseren physischen Körper zu erneuern. Danken wir unserer Mutter Erde, dem Pflanzen- und Tierreich, jeder auf seine Art. Erkennen wir die Herrlichkeit der göttlichen Allweisheit und Allmacht, der göttlichen Ordnung, der göttlichen Gesetze. Wir sind eins mit unserer Erdenmutter, der Mutter unseres Planeten. Noch sind wir unwissende, oft blinde Kinder, die Hilfe brauchen, um zu verstehen.
Doch wenn wir verstehen, dann werden wir auch wissen. Das Licht unserer Augen, das Gehör unserer Ohren entstammt den Farben und Klängen unserer Erdenmutter, dem Gesang, den die heiligen Erzengel durch ihr Zusammenwirken hervorbringen. Heilige Erdenmutter, durch dich tritt die Schöpfung in Erscheinung. Wenig wissen wir über dich, obwohl du fortwährend in lebendigen Worten sprichst von deiner und des Vaters Herrlichkeit kündend. Dein wahres Wesen, dein wahres Sein ist noch ein großes Geheimnis für uns. Wir können dich in Ehrfurcht achten und lieben, weil wir deine Werke sehen, weil du bist. Ich gleite tiefer und tiefer hinein in den ewigen und unendlichen Garten des Wunders, das Königtum der Himmel in mir. Mein Geist in Einheit mit dem Himmelsvater, dem heiligen Logos. Mein Körper in Einheit mit der Erdenmutter, dem Gott, heiligen Geist. Mein Herz in Harmonie mit meinen Schwestern und Brüdern, den Töchtern und Söhnen der Menschen. Höre, wisse, die Erdenmutter und ich sind eins. Ihr Atem ist mein Atem. Ihr Blut ist mein Blut. Ihre Gebeine, ihr Fleisch, ihr Inneres, ihre Augen, ihre Ohren sind meine Gebeine, mein Fleisch, mein Inneres, meine Augen, meine Ohren. Niemals werde ich sie verlassen, ohne sie sein. Und immer wird sie mich nähren und meinen Körper erhalten.
Wir strecken ihr die Arme entgegen und bitten. Himmlische Kraft der Erdenmutter, fließe durch meinen Körper. Gib ihm Kraft und Gesundheit, damit ich finde deine eigenen Worte, wofür du dir einen kraftvollen und gesunden Körper wünschst. Öffnen wir uns ganz, um uns erfüllen zu lassen von der Vibration der Erdenmutter. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, welche Empfindungen ihre Kräfte in uns auslösen. Fühle, spüre diese Empfindungen, nimm sie wahr. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, was der Inhalt ihrer Kräfte ist. Fühle, spüre ihn, nimm ihn wahr. Das Beobachtende in uns lässt uns wahrnehmen, welche Reaktionen ihre Kräfte in uns auslösen. Fühle, spüre sie, nimm sie wahr. Ich und die Erdenmutter sind eins. Bleibe noch ganz in Resonanz mit der Erdenmutter und spüre gleichzeitig zu deinem Atem hin, nimm ihn wahr. Spüre gleichzeitig auch deinen ganzen Körper. Nimm ihn wahr. Danke.
mit deinen Worten oder mit deinen Empfindungen. Wenn du magst, schließe dich dieser Bitte innerlich an. Ihr Boten des Himmelsvaters, begleitet mich durch den Tag, und die Kraft der Erdenmutter und meine Achtung und Liebe zu ihr mögen immer in mir lebendig sein. Lass uns in Ehrfurcht unser tägliches Brot von den Händen der Mutter Erde und unserer Erdenmutter in Empfang nehmen. Nicht zu viel. Nicht zu wenig, zum Erhalt unseres Körpers, zur Entwicklung unserer Persönlichkeit, zu Ehren Gottes und Offenbarung seiner Herrlichkeit. Lass dir Zeit, diese Meditation langsam abzuschließen.